Liebe Klartextfreunde, wir schreiben den 14. Februar 2020. Ab und zu muss ich die Klartext-Videos ja als Fortsetzungsclips drehen. Heute ist wieder so ein Tag. In Klartext 67 habe ich Ihnen ja schon berichtet über die Planungen, die langjährigen Planungen der Bundestagsverwaltung und der Altparteien, schon zurückgehend auf 2014, die Schutzmaßnahmen um den Reichstag herum zu verschärfen. Und heute, 14.02., die Meldung, auf die schon länger zu warten war, aber jetzt kommt sie eben, Schutzgraben vor dem Reichstag größer als erwartet, als gedacht. Ja, so ist das. Ich habe es schon antizipiert in 2019. Gehen wir einen Schritt zurück. Wir reden vom Reichstagsgebäude selbst. Der Hort der Demokratie, eigentlich das Haus des Volkes, dem deutschen Volke, steht oben ganz groß auf dem Fries. 1894 gebaut, oder war es fertig gebaut, von Paul Wallot, sehr bekannter Architekt. Natürlich denkmalgeschützt. 125 Jahre kam man zumindest äußerlich ohne wirklich auffallende optische Schutzmaßnahmen aus. Trotz der Revolution von 1918-19, trotz der Depression, entsprechender Demonstrationen in 1929, trotz der Straßenschlachten dann in der Folge bis 1933, und es gab viele unruhige Zeiten. Natürlich dann auch die Todeszone, in der der Reichstag ja lag im Kalten Krieg zu DDR-Zeiten, da war eher Ruhe, eine Grabesruhe. Da brauchte niemand eine Mauer, denn die Mauer war direkt um den Reichstag herumgezogen. Es gab die unüberwindbare Mauer um den Reichstag. Dann die große Freiheit nach 1989-90. Man feierte die Einheitsfeier genau an diesem Platz, direkt vor dem Reichstagsgebäude. Die große Flagge, die 1990 gehisst wurde, am 3. Oktober 1990, hängt immer noch da, an genau dieser Stelle, über die ich heute reden will, nämlich die Westfront des heutigen Reichstags, an der heute relativ viel Offenheit herrscht. Sie haben freie Sicht von der Reichstagswiese auf das Westportal des Reichstags. Die Sicherheitsmaßnahmen gibt es natürlich, es kann nicht jeder rein, aber es ist relativ überschaubar. Besucherinformationszentrum ist sogar an dieser Stelle die Menschenmassen, die Touristen, nicht die Touristen, eigentlich die Schülergruppen und sonstige interessierte Gruppen kommen an dieser Stelle rein in den Reichstag. Das ist Zustand schon seit über 7, 8 Jahren, auf jeden Fall seit 2014. Und so lange wird inzwischen auch schon diskutiert, dass man das vielleicht mal ändern will, weil es ja ein Provisorium ist, mit dem aber irgendwie alle ganz gut leben konnten. Die aktuellen Schlagzeilen, Schutzgraben vor dem Reichstag wird größer als gedacht, zeigen es schon an, und ich habe es in Klartext 67 berichtet, ein Schutzgraben, im Militärjargon ein sogenannter Aha-Graben. Ein Aha-Graben deshalb, weil man einen Aha-Effekt haben soll, angeblich ihn erst sieht, wenn man direkt davor steht. Mag vielleicht rein fototechnisch stimmen, nichtsdestotrotz, man wird ihn sehen. Und diese Sache ist dann natürlich eine Abwägung zwischen Sicherheitsfragen und Zugänglichkeitsfragen, politischer Symbolik gegenüber dem Volk, dem man sich natürlich nicht verschließen will. Das ist im Prinzip auch allen Altparteien bewusst, auch uns. Und wir haben die Diskussion geführt, seit 2017 auch mit uns. Und wir haben uns nicht verweigert. Wir haben schon durchaus konstruktiv mitgewirkt. Aber ich zeige Ihnen nun mal, was herauskam und weswegen wir gestern am 13.02. im Ältestenrat nicht zugestimmt haben. Diesen Plänen, die ich Ihnen jetzt gleich präsentieren werde. Und deshalb ist es auch eine Unverschämtheit, wieder mal von der Presse zu schreiben, der Ältestenrat des Parlaments habe mehrheitlich dafür gestimmt. An dieser Stelle wird das Votum der AfD einfach mal unterschlagen. Komisch, in Thüringen war es fürchterlich wichtig. An dieser Stelle, und es war, ich kann es Ihnen hier sozusagen exklusiv sagen, weil es noch nicht berichtet wurde in den Massenmedien, die AfD hat sich gegen diese Pläne ausgesprochen. Nicht, weil wir fundamental gegen ein bisschen mehr Schutz wären, sondern das, was hier geplant ist, ist definitiv nicht demokratiekonform. Schauen wir es uns an. Für die zumindest teilweise Ortskundigen, hier der Bereich Berlin-Mitte mit dem Spreebogen um das ganze Bundestags- und teilweise Tiergartenareal herum. Hier der eigentliche Reichstag, das Reichstagsgebäude, der große Platz der Republik, die Reichstagswiese westlich davon. Das ist das Westportal mit der großen Treppe und dem Fries und der Inschrift dem deutschen Volke an dieser Stelle. Nördlich davon das Paul-Löbe-Haus, hier das Bundeskanzleramt, das übrigens demnächst um 1 Milliarde Euro auch noch über die Spree verlängert wird. Wir haben hier das Jakob-Kaiser-Haus und hier den Tiergarten. Das natürlich denkmalgeschützt, Reichstagsgebäude, 1894. Westportal besonders denkmalgeschützt. Und es ist nun tatsächlich geplant, zu den Gründen kommen wir gleich noch etwas genauer, diesen Graben, ich meine 2 bis 3 Meter tief, das zeige ich Ihnen auf der Karte,
hier nochmal etwas größer, hier diese Wiese und auf einer eigentlichen Karte gut zu sehen, hier das Westportal und im Abstand von mindestens 20 Meter wird ein Graben entstehen. Ein breiter, fetter Graben, für Fahrzeuge, insbesondere Panzer, undurchdringlich, so sagt man. Natürlich nicht für Menschen undurchdringlich, jeder Soldat käme durch, aber für Fahrzeuge zumindest mit großem Schwung, so das Modell Breitscheidplatz, wäre es also nicht durchdringbar. Soweit war schon seither die Planung bekannt und sehr umstritten. Man hat nun tatsächlich gestern am 13. Februar im Ältestenrat des Bundestages gegen unsere Stimmen beschlossen, erst vorgeschlagen und dann mehrheitlich beschlossen, diesen Graben auch noch in nördlicher und südlicher, also sprich in Ost-West-Richtung auf der Nord- und der Südseite, weiterzuziehen. Noch erheblich näher ans Gebäude ran. Vor dem Hintergrund, dass man irgendwie hier noch mehr Schutz wollte und behauptet, das sei wenig sichtbar, sodass der eigentliche Zaun, der nur auch noch geplant ist, an dieser Stelle, an der Nordseite und auch an der Südseite, nicht ganz so auffällig sei. Man zäunt sich also auch noch ein, direkt an der Südwestecke und an der Nordwestecke nach Westen hin in beide Richtungen. Das ist also sozusagen ab sofort, ja, verbotenes Terrain für das Volk, obwohl das genau die Stelle ist, an dem dem deutschen Volke steht. Hat also schon einen gewissen Ogu. Es ist natürlich auch denkmalgeschützt. Diese blauen Zäune sollten eigentlich, und so hatten wir es zumindest ein bisschen wohlwollend betrachtet, vor einigen Monaten schon, aus Glas dargestellt werden. Erstaunlicherweise ist das auch nicht mehr geplant. Es soll nun tatsächlich ein Metallzaun werden, hier und hier. Das heißt, wir haben die schöne Kombination aus Metallzaun, ob mit oder ohne NATO-Draht oben, ist noch unbekannt. Ich vermute jetzt mal ohne, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und dieser Zaun, Metall, nicht sonderlich schön, schließt sich also direkt an den Graben an. Direkt an Mauerwerk gibt es im Moment noch keine neuen Verstärkungen. Dieser Zaun wird aber auf jeden Fall hässlich sein, in Kombination mit der dem Graben. Und es wird nicht begehbares Terrain für alles Interessierten sein, für das Volk. Genau an der Stelle, an der Philipp Scheidemann hier an diesem Fenster die 10. Republik ausgerufen hat und direkt an der Stelle, an der dem deutschen Volke prangt. Hat also schon das mit Sicherheitsgründen zu begründen, ist schon grenzwertig. Das Fotobild, theoretisch, das berühmte Fotobild von der Westseite wird vielleicht noch möglich sein. Von der Süd- und Nordseite wird das schon erheblich hässlicher sein. Und ja, das sind die Pläne. Es wird auch noch einen unterirdischen Zugang geben, künftig unterirdisch an diese Stelle für Besuchergruppen. Okay, war seither auch nicht schön, es wird nicht viel besser, jetzt ist es aber auch noch unterirdisch. Sie dürfen aber immer noch ins Reichstagsgebäude reingehen. Soweit also keine Veränderung. Wie schon gesagt, die AfD hat sich den Debatten um diese Veränderung, diese Baumaßnahme nicht grundsätzlich verweigert. Es gibt besuchertechnisch und sicherheitstechnisch ein paar Argumente, Dinge zu verändern. Aber die Balance aus Sicherheit und Bürgernähe sollte gewahrt bleiben. Und was mussten wir uns nicht alles anhören? Ja, wir müssen doch vorsorgen. Neue 9-11-Anschläge. Als ob dieser AH-Graben, dieser Panzergraben irgendwie ein Flugzeug abhalten würde oder eine Rakete in das Reichstagsgebäude einzudringen. Was mussten wir uns noch anhören? Ja, Panzer. Okay, der AH-Graben ist eine Panzersperre, aber die Panzertechnik war schon seit 1919 sicher gut ausgereift. Und irgendwie hat man 100 Jahre, eigentlich sogar 125, ganz gut ohne Panzergraben auskommen können. Wir glauben nicht, dass der große Feind von außen aus, gern von der Westseite, in den Reichstag einzufahren plant, wie das vielleicht 1945 tatsächlich mal geschehen ist. Aber selbst da sind die Sowjets nicht mit dem Panzer ins Reichstagsgebäude eingefahren. Also alles irgendwie nicht ganz nachvollziehbar. Dann natürlich die Debatten, ja, wir können doch nicht jeden direkt ans Westportal kommen lassen von den herankommenden Touristen und Besuchergruppen. Da könnte ja einer mit Sprengstoffgürtel reinkommen. Ja gut, das ist so. Das gilt bei jeder Tür des Bundestages. Davon gibt es Dutzende. Und da gibt es natürlich strenge Sicherheitsmaßnahmen. Die könnte man auch hier machen. Es ist nicht wirklich für uns nachvollziehbar erklärt worden, warum innerhalb dieses Areals westlich nun gerade besonders gefährlich wäre. Wenn einer sich da hochsprengt, dann ist das unschön. Aber es ist nicht demokratiegefährdend für alle Politiker, ja, die jetzt auch nicht unbedingt mehr Schutz haben sollten als die normale Bevölkerung. Und da kommen wir zum eigentlichen politischen Knackpunkt. Es ist im Prinzip das Prinzip Weihnachtsmarkt und das Prinzip Breitscheidplatz. Überall, wo schon Dinge passiert sind, was hässlich war, brutale Angriffe von meistens islamistischen Terroristen auf das Volk, wurde nicht und niemals unter Merkel die Ursache abgestellt, nämlich diese Leute gar nicht erst ins Land zu lassen, sondern es wurde meinetwegen mit deutscher Hightech-Ingenuität
dann an den Symptomen rumgedoktert. Große Aufrüstung, es gibt keinen Weihnachtsmarkt mehr, den man frei betreten kann, gerade in Berlin nicht. Überall die sogenannten Merkel-Poller, das müsste eigentlich inzwischen mal in Duden dieses Wort, das hat sich nämlich durchaus durchgesetzt. Merkel-Poller, niemand darf durchfahren, das könnte man sich natürlich auch an der Westseite des Bundestages vorstellen, wäre vielleicht sogar passender als der Panzergraben. Es würde nicht viel helfen, denn die Ursache ist nicht abgestellt. Die Ursache ist allerdings in Sachen Gefährdung des Reichstags und des Bundestages noch nicht einmal unbedingt die Zuwanderung, sondern die hundsmiserable, oftmals antideutsche Politik, die gefahren wird und die gemacht wird. Das ist das, was die Gefährdungslage dramatisch runterbrächte. Konrad Adenauer konnte noch mit dem Fahrrad an seinen Wohnort nach Godesberg in Bonn fahren. Und es ging alles noch gut. Das war noch volksnahe Politik, vielleicht auch nicht in allen Bereichen, aber Politiker waren nicht wirklich gefährdet. Und dass sich das jetzt ändert, tja, Ursachen abstellen. Das ist unsere große Botschaft hier. Und aus dem Grund, nicht nur aus diesem, auch aus ein paar architektonischen und nicht wirklich logisch nachvollziehbaren Gründen, konnten wir dieser Planung beim besten Willen nicht zustimmen. Meines Wissens haben alle anderen Parteien zugestimmt, das muss ich aber noch verifizieren. Wir waren die Einzigen, die das nicht getan haben, und das ist kein Populismus an dieser Stelle. Man könnte das minimalinvasiver gestalten. Wir haben uns das Projekt angeschaut, auch haushalterisch. Schon 2014 war die Umbaumaßnahme mit 250 Millionen Euro angesetzt. 250 Millionen Euro, und nach inoffiziellen Presseberichten, nach meinen Informationen auch, sind wir weit, weit drüber, ein Vielfaches dieser Summe inzwischen. Die genaue Zahl kann ich nicht sagen, die ist gestern auch nicht offengelegt worden im Ältestenrat. Wir bleiben dran. Vermutlich wird auch dieses Thema fortgesetzt. Wer mauert, hat es immer noch nötig. Bleiben Sie darum uns gewogen. Wir versuchen, die Ursachen des Mauerns abzustellen. Sowohl die, die zur Mauerbau 1961 geführt haben, gegen den sozialistischen Mauerbau, als auch gegen die republikgefährdenden Grenzproblematiken, bei denen wir zwar keine Mauer bauen können, bei denen es aber sehr effektive Maßnahmen weit außerhalb des Reichstags gäbe, mindestens die deutschen Außengrenzen, eigentlich die europäischen Außengrenzen, weil es gäbe sogar Möglichkeiten, weltweit die Migrationsströme und damit die Gefährdungsströme einzudämmen. Ja, und meine lieben Zuseher, meine lieben Abonnenten, ein ganz herzliches Dankeschön für inzwischen 20.000 Abonnenten dieses Kanals, in der Regel noch erheblich mehr Views pro Clip. Das macht diesen Kanal inzwischen durchaus bedeutend. Sie machen ihn bedeutend, Sie sind bedeutend, denn Sie sind auch die Zielgruppe und Sie machen ihn bedeutend. Das ist ein Geben und Nehmen. Bleiben Sie uns auch weiterhin treu und abonnieren Sie immer mit der Glocke hier unten auch weiterhin diesen Kanal. Dann werden wir noch größer, noch stärker. Herzlichen Dank.